Das ist der Moment, wo mir sehr, sehr emotional überkommen ist. Ich habe die Fötzeli genossen, jedes Einzelne. Generell bis heute Bekanntschaften ist, glaube ich, das wesentlichste Gut in diesem Amt. Neue, schöne Begegnungen gehabt. Und es geht mir wie allen anderen Menschen auch. Es fehlt mir, es fehlt uns allen. Darum haben wir alle wirklich mit gutem Gewissen und Verstand die Fasnacht abgesagt. Wir haben uns zur Verfügung gestellt, nicht nur ich, sondern auch meine beiden Amtsvorgänger. Und dann durfte ich auf den Fritschi-Wagen und dreimal um den Fritschi-Brunnen fahren. Wie war das? Ja, das ist unser Sujet, das ist unsere Zunft, das ist das, was uns verbindet, was uns zusammenhält, was uns fasziniert. Das Urchige, das auch ein bisschen Brachiale mit den Ross. Es knistert und knattert, wenn man um den Brunnen herumfährt. Im Wissen oder im Glauben, dass unser Bruder Fritschi an dem Ort begraben worden ist. Das war ein sehr emotionaler Moment. Dort war ich ganz extrem am Geniessen. Auf dem Brunnen sogar eine rote Nase aufgesetzt. Ja, haben wir das erlaubt. In ein paar Momenten, um irgendwo halt der Fasnächtler gleich noch ein bisschen näher zu sein. Das hat vielleicht nicht allen Traditionalisten innerhalb der Zunft zugesagt, aber ich war zurückhaltend. Und etwas, was ich auch noch wenig gesehen habe, oder eigentlich noch nie gesehen habe, der Zunftmeister geht runter, ist nicht auf dem Brunnen und bedankt sich bei den Gruppierungen, die vorbeikommen. Das ist spontan gewesen. Ich habe die erste Nummer und auch die zweite, meine ich, noch vom Brunnen oben runtergeschaut. Und es war mir einfach nicht wirklich wohl gewesen, dort oben. Ich wollte mit den Fasnächtlern auf Augenhöhe sein. Ich wollte sie spüren. Danke sagen hätte ich auch oben runter können. Aber auch dort schnell eine kurze Umarmung oder ein freundliches Zeichen, ein Wort, war mir in dem Moment sehr wichtig gewesen. Katzenmusik ist eine der drei alten Guggenmusiken der Stadt Luzern, verbunden mit grossartigen Persönlichkeiten. Sie spielen auch noch ein Repertoire, das eher ein bisschen traditioneller ist. Der Anlass lebt auch von Schunkeln, vielleicht auch ein bisschen älterem Publikum, das aber gleich noch Fasnacht macht. Und das hat sicher eine ganz grosse Bedeutung. Also es ist eine andere Generation von Fasnächten? Ja, es hat verschiedene Generationen. Es gibt zum Glück auch immer wieder Junge, die das suchen. Die Katzenmusik ist ja einmal kurz vor dem Ausgestanden und hat sich dann wieder auffrischen, verjüngen. Und so kann die Tradition weiterleben. Apropos Generation, Seniorenfasnacht. So viel Frauentausch hast du als Mann in deinem Leben noch nie gehabt? Ja, also es ist, glaube ich, jede Seniorin von der Stadt Luzern und Agglomeration war dort vor Ort gewesen, tatsächlich. Sehr viele Damen, leider zu wenig Herren, wird da motivieren, dass in Zukunft vielleicht auch außerhalb von den Würdenträger ein bisschen mehr Herren vor Ort gehen. Es ist immer auch sehr eindrücklich, lustig, gut, freundschaftlich. Hast du nach dem Nachmittag überhaupt noch tanzen können? Ja, ich konnte es vorher schon nicht können. Und während dem auch nicht, haben wir natürlich Mühe gegeben. Ich bin nicht ein grosser Tänzer. Ich gebe es zu, ich bin nicht wegen dem Publikum, aber rein aus dem Aspekt, dass ich kein guter Tänzer war. Oder bin froh gewesen, was fertig war.
Solothigen Anlass. Ich habe, als ich RLFK-Präsident war, schon teilnehmen durfte in seiner Zeit. Das erste Mal und bin nachher regelmässig gegangen. Das ist wirklich etwas Grossartiges, das ich jedem nur empfehlen kann. Ja, am Sonntag gehe ich normalerweise zu Kirche. Ja, also offenbar auch an der Fasnacht. Bist du ein gläubiger Mensch? Grundsätzlich ja. Ich gehe auch nicht nur am Sonntag zu Kirche, nicht nur, wenn es eine Predigt gibt. Ich gehe auch sonst jemanden gerne in Kirche, um mich ein bisschen zu sammeln und die Ruhe zu finden. Das ist mir recht wichtig. Denn alles gehört euch. Fasnacht und Kirche hat viele Parallelen. Warum ist die Messe so wichtig? Ja, sie zeigt, dass Kirche kann mobilisieren mit Konzepten, die vertend, die gut sind, wo man die Leute mit einbeziehen kann. Und das gelingt den Macher der Guggermesse jedes Jahr beeindruckt. Und darum, glaube ich, ist sie sehr wichtig. Und es gibt mittlerweile auch Formate, die das kopieren. Außerhalb der Fasnacht. Und das ist, da geht die Kirche ganz sicher in die richtige Richtung. Alles Schöne hat dann irgendwann auch ein Ende. Beim Ciao Fritschi ist dir das auch bewusst geworden? Ja, natürlich. Das ist der letzte Moment, wo man mit der Fritschi-Familie verbringt, wo man Fritschi noch einmal sehr nahe hat. Wir wissen, dass es jetzt losgeht, ab über die Reuss, zurück, wo sie auch immer sind, und sie dann zu normalen Zeiten, erst ein Jahr später, wieder zurückkommen. Wie emotional ist der Moment, wo dann Fritschi und der Bruder Fritschi verschwinden auf dieser Reuss? Ich habe sehr emotional mitbekommen, persönlich. Ich denke auch Katja. Wir haben es uns ja nicht nehmen lassen, dass wir mit der Fritschi-Familie bzw. mit Fritschi und Fritschen noch eine Runde gedreht haben auf der Reuss. Und dann auch so die Emotionen haben dürfen miterleben vom Publikum. Es ist tatsächlich ein Moment, der mit Wehmut verbunden ist, weil es das letzte Mal war. Aber auch mit viel Dankbarkeit für all das, was man hat dürfen erleben während der Fasnacht. Es kommen dort dann auch durchaus schöne, gute, positive Gefühle auf. Und die Fasnacht ist ja dann schon noch ein paar Stunden weitergegangen und die haben wir auch entsprechend genossen. Und wir freuen uns jetzt schon natürlich auf den 11. Februar. Dann ist nämlich Schmutzig Donnerstag 2021 und Eisek versprochen, wir sind Rüden parat. Und leider werden wir nicht parat sein. Wie hätte er das wollen wissen? Wie hätten wir das alle sollen wissen? Wir alle haben uns schaurig gefreut auf die kommende Fasnacht, auf das, was kommt. Aber ich erinnere daran, dass am Freitag ja bereits, also nach dem Aschermittwoch, am Freitag, Basler Fasnacht abgesagt worden ist. Und haben wir auch entschieden, dass Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen sind zu verbieten. Und diese Verordnung ist in Kraft seit heute Morgen 10 Uhr. Und dann ist mir die Versenkung verschwunden. Es war fertig. Nach kurzer Zeit Lockdown, sämtliche Begegnungen unterbrochen. Ja, den Rest kennen wir. Aber die zweite Welle ist von Fachleuten vorausgesagt worden. Und wir mussten ja auch realistisch sein, all gegenüber, unseren Partner gegenüber. Und das ist, glaube ich, nur mit einer gesunden Einschätzung möglich. Und so haben wir, glaube ich, auch weitreichende Entscheidungen sehr früh treffen können. Es war emotional für alle Anwesenden enorm schwierig, das ist ganz klar. Aber wir haben eine saubere Auslegeordnung gemacht, alle miteinander. Darum haben wir alle wirklich mit gutem Gewissen und Verstand die Fasnacht abgesagt, ohne dass wir da hätten müssen, uns Vorwürfe gefallen müssen.
Aber man ist sich der Tragweite bewusst gewesen. Sehr bewusst gewesen. Surreal. Surreal. Da passt der Menschen gründen für eine Fasnacht, die es nicht geben wird. Wie war es für dich? Dort hast du Enthusiasten gesehen, die etwas leisten wollen für die Fasnacht. Ob jetzt die Fasnacht im 2021 stattfindet oder im 2022 stattfindet, das spielt gar nicht so eine Rolle. Also ich habe eine gute Stimmung erlebt unter kreativen Menschen. Das zeigt einfach die Passion, die Wichtigkeit, die die Fasnacht in der Gesellschaft hat. Ja, natürlich. Fasnacht ist Gesellschaft. Gesellschaft ist Fasnacht. Da geht es nicht um einzelne Figuren. Fasnacht passiert. Die Plakettenpräsentation haben wir auch miteinander erleben. Eine Präsentation ohne bevorstehende Fasnacht. Irgendwie unvorstellbar, aber offenbar funktioniert es trotzdem. Die Fasnacht 21 bekommt einfach ein Plakett. Ja, irgendwann hat man natürlich entschieden, innerhalb des LFK. Da hat es gute Gründe gegeben dafür, dass man die Plaketten produziert, auswählt vorab, produziert. Es ist ja in sich ein Teil von der Fasnacht, das Kunstwerk, das viele Leute auch in die Nachwelt mitnehmen, wo sie sammeln. Und darum bin ich nach wie vor der Meinung, dass es richtig gewesen, dass man die Fasnachtsplaketten produziert. Ich bin überzeugt, sie werden vielen Freude machen. Es ist ja ganz speziell. Die Erinnerung an Covid wird bleiben. Und jetzt? Wie geht es weiter? Der Zunftrat hat bereits Ende September entschieden, dass er im Bot keinen neuen Zunftmeister vorschlägt. Da gibt es sehr gute Gründe dafür. Es war in unserer Zunft nicht möglich, eine Amtszeit zu verlängern, aufgrund der Satzungen. Das aber hat man sich dazu entschlossen, eine Satzungsänderung vorzunehmen. Dann wollen wir einem neuen Zunftmeister das Amt nicht sollte zumuten, ohne die grossen Erlebnisse, wo wir jetzt fast eine Stunde miteinander darüber diskutiert haben. Wir haben uns zur Verfügung gestellt, nicht nur ich, sondern auch meine beiden Amtsvorgänger. Und stehen da selbstverständlich dazu. Tolles Jahr 2020 mit unwahrscheinlich vielen schönen Begegnungen. Ich habe auch Fasnacht wirklich noch dürfen erleben. Natürlich gibt es einzelne Anlässe, wo es schön wäre, wenn es noch kommt. Es ist zum Teil mehr, als ich erwartet habe, ganz klar. Nicht zuletzt bedingt durch Corona, Covid. Es ist zwar die Repräsentation im Vordergrund gestanden, aber im Hintergrund haben wir unglaublich viele Entscheidungen zu treffen gehabt.
Wir haben die Situation ständig müssen abwägen, wie entwickelt sie sich. Wir haben die Varianten geplant und gedacht. Und das hat ein Mass angenommen, das sehr erheblich war. Ich bin aber froh, dass wir es gemacht haben, weil ich glaube, wir haben Zunftrot. Hat Zunft sehr gut durch die wilden Wasser in den sicheren Hafen können steuern. Zunft bedeutet mir sehr viel, weil sie ihre Schaffenskraft für vieles einsetzt, was mir persönlich sehr wichtig ist.